Ja, wir sind hier auf der CeBIT und ich habe noch einen interessanten Partner gefunden. Das ist die SaaS-Distribution und stehe hier mit dem Markus Zumbell auf dem Stand. Und der Markus hat mir ein bisschen erzählt, was die SaaS-Distribution macht. Und das fand ich so interessant, dass wir es jetzt hier mit reinnehmen wollen. Markus, was macht ihr? Ja, guten Morgen, Carsten. Also wir, die SaaS-Distribution, wir sind Spezialdistributor und haben uns fokussiert auf Cloud Computing. Ja. Cloud Computing, unterschiedlichste Hersteller, unter anderem von Microsoft, die Microsoft Online Services, die euch ja hinlänglich bekannt sind. Und wir unterstützen unsere Partner in Deutschland vor allem dabei, mit Cloud Computing Technologien am Markt, also bei ihren Endkunden, erfolgreich sein zu können. Das heißt, ihr entwickelt, glaube ich, auch Partner, die sich für Cloud interessieren, um halt sich die an das Thema heranzuführen, jetzt speziell im Microsoft-Umfeld. Wie macht ihr das? Also Cloud Computing zu vermarkten stellt für den Partner, sofern er noch keine Erfahrung hat, im ersten Step kleine Herausforderungen dar. Ja. Und wir fassen den Partner wirklich von A bis Z an die Hand, ja, nehmen ihn mit und es geht los bei strategischen Beratungen bis hin zu technischen Schulungen, also wie setze ich die Technologie überhaupt beim Kunden direkt um, bis hin zu Vertriebsschulungen für die Vertriebsmitarbeiter, sodass die komplett fit sind, bevor sie auf ihren Kunden losgelassen werden. Ja, das hört sich jetzt für mich natürlich erstmal sehr teuer an. Wie wird das denn finanziert oder kostet das die Partner viel? Nein, das kostet die Partner gar nichts. Also das sind die Standard-Services, ohne dass sie standardisiert sind, aber das sind Standard-Services, die wir jedem Partner kostenlos zur Verfügung stellen. Darüber hinaus haben wir noch Spezial-Services, wie spezielle Trainings, spezielle technische Trainings oder spezielle technische Schulungen. Die sind dann irgendwann mal kostenpflichtig, aber zunächst einmal bekommt jeder Partner, der Interesse daran hat, sämtliche Dienstleistungen von uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Das hört sich sehr gut an. Ihr arbeitet da, glaube ich, eng mit Microsoft zusammen. Das heißt, für Partner, die sich für das Cloud interessieren, ist das natürlich eine tolle Möglichkeit, mit eurer Unterstützung sich in das Thema einzuarbeiten. Jetzt sagtest du vorhin, ihr seid Cloud-Distributor. Da gibt es sicherlich noch andere Hersteller wie Microsoft. Was habt ihr denn noch so im Portfolio? Also wir haben Hersteller im Bereich Online-Backup im Portfolio, im Bereich Web-Security, E-Mail-Security. Im Bereich Security ein vollumfängliches Portfolio. Und wir erweitern natürlich sukzessive unser Portfolio in dem Bereich Kommunikation, Kollaboration. Deswegen ist jetzt Microsoft mit an Bord. Und einen speziellen Mehrwert für unsere Partner haben wir noch, und das möchte ich gerne noch einmal loswerden. Du siehst es hier auf dem Rechner. Wir bieten jedem Partner von uns seinen Cloud Place. Was ist Cloud Place? Cloud Place ist ein Instrument, das wir jedem Partner kostenlos an die Hand geben. Mit Cloud Place ist er in der Lage, innerhalb von 15 Minuten einen eigenen Store in seiner Unternehmensdarstellung zu kreieren und Richtung seiner Endkunden zu transportieren. In diesem Store kann er seine Cloud Computing Technologien, wie zum Beispiel Microsoft Online Services, vollumfänglich nach außen hin vermarkten. Okay. Ich denke, das sollte sich jeder dann angucken. Wo kann er das? Ja, es gibt eine Website-Adresse, und zwar lautet die www.cloud-place.com. Und dort kann jeder Partner sich im Vorfeld zunächst einmal informieren und sich diesen Store aber auch direkt anlegen. Und das dauert ca. 15 bis 20 Minuten. Und über euch findet man Informationen auf welcher Website? Das ist die SaaS mit Doppel-A und einem S hinten, -distribution.com. Okay, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche dir noch viel Erfolg heute auf der CeBIT. Es ist ja der letzte Tag. Es ist der letzte Tag und ich freue mich heute Abend, wenn es 18 Uhr ist, um diese für uns aber sehr erfolgreiche CeBIT-Woche dann gütlich abzuschließen. Alles klar. Tschüss.